So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind immer noch in dieser Höhle hier. Ach, da hinten ist ja der Siegfried. Bin ich ja doch nicht ganz so alleine hier. Oh, Siegfried ist jetzt ein Salamantra-Magier. Ah, okay, war nur ein kleiner Bug. Oh! Oho! Das kann jetzt interessant werden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Siegfried, öffne das Tor und lass den Orden ein. Und wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Sie trug mir auf, euch zu warnen, dass Azar dank eines Buches immense Macht erlangt hat. Na, ganz toll. Ich kenne die Geschichte. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee? Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal. Verdammte Elfenmagie. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. In der Höhle, dort rechts, gibt es etwas. Gerade noch speichern. So, was steht da? Was steht da? Was steht da? Wurde gerade schon gedacht, was war das denn jetzt? Und als weiter. Jetzt hopp, stirb schon, du komisches, feuriges Wurmratten etwas. Geht doch. Okay, dann lass mal gucken. It's a kind of magic. Es funktioniert, es lebt. Da hinten ist der Feind, links von euch. Nein, nicht bei mir. Ja, genau da. Ich würde noch gerne speichern. Geht das? Ja, jawohl, es geht. So. Voll, voll. Ja, komm nur, hier. Komm auf, ach Gott, das ist eine richtige Schlacht hier. Komm, ich helfe dem mal hier. Und weg ist er. Ah, da ist noch so ein Magierkerl. Hat er mir gerade die Hand zum Gruß? Wie geil ist das denn? Ja, niemand. Ja. Den haben wir aber gut zum Schweigen gebracht, ey. Verdammt. Der müsst ihr doch mal treffen hier, meine Güte. Das sind doch überall Leichen, Salamantra-Leichen. Holy moly, was zum Geier geht denn hier ab? Das sind gerade ganz schön viele. Ich hätte nichts gegen ein Bier. Weißer Wolf, wir haben euch erwartet. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ihr habt aus unserem letzten Treffen nichts gelernt.
Selbst Siegfried von Denesle folgt euch durch dick und dünn. Alles verläuft gemäß dem großen Plan. Solltet ihr weise sein, könnt ihr seine Verwirklichung erleben. Und wenn ich mich weigere? Hexer sind schlichte und sentimentale Gemüter. Macht euch nicht lächerlich, Geralt. Schlichtheit steht euch so gut wie eine Faust der Nase und Sentimentalität sogar noch weniger. Und überhaupt, für wen kämpft ihr? Volltest? Einen Monarchen mit mehr Sünden auf dem Gewissen als lange Wörter im Vokabular des Professors? Volltest schwängerte seine eigene Schwester und ließ seine Brut jahrelang die Bürger der Stadt auffressen. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Worauf wollt ihr hinaus, Javed? Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Skoriatel und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandra sind nicht böse. Nicht böser als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Javed? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat. Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Die Zukunft, Evolution oder Schicksal? Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Erinnert ihr euch an das magische Buch aus dem Turm im Sumpf? Seht einige nützliche Zauber. Oh, wie. Wow. Bis zum Geier. Ich würde gern wieder aufstehen. Hallo? Hallo? Ich habe das Scharmützel im Sumpf verloren. Javed hat sich mit dem Buch davon gemacht. Das war der wahre Anfang unseres Konflikts. Javed ist zwar wieder entkommen. Alles in allem sieht es aber recht günstig aus. 3 Stützpunkte der Salamandra ausradiert. Neue Verbündete gewonnen. Und der Professor zum Nachtisch. Bin ich ja mal gespannt. Kann ich jetzt wieder aufstehen? Geralt, seid ihr wohl auf? Wie man's nimmt. Ist passiert. Was für ein Hieb. Ein Wunder, dass ihr noch lebt. Ich lebe. Der Professor ist entkommen und diese Barriere versperrt uns den Weg. Ich werde ihn finden. Ja, Weidmanns Heil. Jetzt bin ich ja doch wieder auf mich alleine gestellt. Oh, war ja auch wieder zu schön, um wahr zu sein. Fuck, ist das ja dunkel. Fuck, ich bin halt tot. Ah, Fisch. Der muss mir jetzt helfen. Die machen hier gar nichts. Wieso machen die gar nichts? Das war ja auch wieder so klar. Das ist so ein Stereotyp. Meine Güte. Damit habe ich gerade nicht so gerechnet. Wie einfach die Viecher nichts machen, hallo? Die könnten sich ja mal als nützlich erweisen und mir helfen oder irgendwie was. Dann würde ich sie auch in Zukunft in Ruhe lassen. Jetzt kommt verreckt schon. Geht doch. Okay, jetzt wieder ein Fisch oder irgendwie wird fressen.
oder das. Das geht natürlich auch. So, mal noch gerade hier die Tränke nochmal checken. Was haben wir überhaupt noch so für Tränke? Schneesturm, den hebe ich mal noch auf. Naja. Wird schon schief gehen. Ah, speichern. Bevor ich irgendwas anderes mache. So. Angriff! Das Buch aus dem Sumpf enthielt einige interessante Zauber. Einschließlich Alsurs Schild, mit dem selbst der Professor euch vernichten könnte. Seht her! Das bezweifle ich doch sehr. Adieu, Geralt! Euer Leben wird zweifellos bald enden und wie nutzlos es war. Ihr sollt mit dem Wissen sterben, dass ihr eine Verirrung der Natur wart. Ihr seid so voller Scheiße, Professor. Warum wollt ihr die Erschaffung neuer Hexer um jeden Preis verhindern? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Ihr spürt, dass ihr keinen rechtmäßigen Platz auf dieser Welt habt. Ihr verdankt eure Existenz der Sphärenkonvention. Aber eure Schöpfer haben sich geirrt. Wisst ihr inwiefern? Gott, kann ich überhaupt was durch seine Brille sehen, ey? Krank. Erleuchtet mich. Sie konnten euch die Emotionen nicht nehmen. Ihr solltet Ungeheuer töten, ohne zu richten, zu philosophieren oder Zweifel zu hegen. Ihr seid nicht effektiv. So. Na, diese ineffektive, von Zweifeln geplagte historische Missgeburt ist im Begriff, euch zu töten. Das sehe ich aber auch so. Lasst uns tanzen. Diese Phase ist jetzt zu Ende. Holy moly. Das ist gerade alles andere als lustig, Mann. Das ist gerade wirklich... Hallo, ich würde mich gerne bewegen. Hallo? Das ist nicht lustig, Mann. Das war ja gerade sowas von überhaupt nicht lustig. Okay. Oh, jetzt kann's losgehen. Bla 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 bla. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist echt gerade gar nicht lustig hier. Uah. La 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 la. Uah. Holy. Das gibt's doch gar nicht. Komm, jetzt verreck endlich.
geht mir ganz schön auf den Keks hier, so. Jetzt, mein junger Freund, gibt's Beef. So, und jetzt? Ihr habt triumphiert. Nur zu, euer unschätzbarer Hexerschatz wartet. Ihr habt, was ihr wolltet. Zeigt etwas Barmherzigkeit. Fragen kann man ja. Ihr könnt also Bolzen im Flug abwehren. Was zum Geier? Ich erinnere mich ganz dunkel an diese Stelle. Und ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ganz ungutes Gefühl. Braves Monster. Hilfe. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Hallo? Monster? Hä? Das ist sowas von gar nicht gut gerade. Scheiße. Okay. Ja, das war die richtige Intention, aber die falsche Ausführung. Ich will Escape drücken. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Wie cool ist das denn? Das ist ja wirklich ganz toll. Also, ich will... Ah, jetzt geht's. So. Also, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.